Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Axiom Verge bei den Aufregers. Mit mir dabei ist der Olli, ich bin der Benny und wir machen hier weiter. Oh, ich habe gerade ein Viertel Leben auf einmal verloren an so einer kleinen direkten Larve. Oh, nochmal. Du solltest vielleicht auch nicht direkt reinspringen. Guck nochmal bitte nach, wie das Gebiet hieß. Wir haben jetzt Kurzpause gemacht, deswegen... Kurz? Okay, na, okay. Suche ich das Gebiet. Also, ich nehme mir... Ah, da ist der Typ nochmal. Hey, du da! Bleib stehen! Du, wann, du... Trace, da ist nichts. Er war doch genau hier! Trace, ich denke, du musst sehr bald Ophelia finden. Sag mir, wenn du noch mehr merkwürdige Dinge siehst. Du meinst das komplett unironisch, oder? Okay, strange Sache. Okay. Das kann jetzt halt viel sein. Es kann dieser Typ sein tatsächlich. Es kann wieder irgend so ein Raum-Zeit-Kontinuum sein. Vielleicht sind wir es wirklich selbst. Oh, das kann es ganz viel sein. Ich glaube, da will ich mich erstmal zurückhalten. So ein schöner Zwischenraum, haben wir hier irgendwas? Mhm. Ups. So, genau, ja. Es kann natürlich auch einfach sein, dass wir... Ich meine, die Atmosphäre ist ja immer noch für uns irgendwie auch giftig. Ja. Also, Ich wollte gerade sagen, das Geflimmer war nicht nur in dem einen Raum. Puh, ganz schön heiß hier. Oh, oh. Verdienen wir Energie? Nö. Nee, aber... Was bist du? Oh Gott. Oh, krasse Wachtrune. Okay. Aber leider keine Leben. Okay, Moment mal, ich muss mal wieder ganz kurz reinkommen mit der Steuerung. Okay, ja. So mache ich das. Okay, wunderbar. Wow. Nee, vor allem erfolgt er halt relativ schnell. Oh. Gibt es da ein wirklich schönes Muster gegen die? Du kannst sie unter so einem Stein oder über so einem Stein festhalten. Ui, und dann mit dem Dings, mit dem Cleaver. Wie hieß er? Mit der grünen Blitzwaffe. Der grüne Blitzwaffe, okay. Genau. Okay, da jetzt schon nicht mehr. Ja, ja, doch, schon. Könnte knapp werden, sehr schön. Wow, okay, gut. Also, das war jetzt ein geeigneterer Platz. Also, warum wir jetzt auch ein bisschen außer Übung sind, ich sag's jetzt einfach mal. Leute, wir haben irre Probleme mit der Kamera gehabt. Wir konnten aufgrund irgendwelchen Fehlern in meinem PC, warte mal, da kann ich ja durch, genau. Genau. Konnten wir die Datei nicht überladen aus Reflex. Dadurch haben wir ein, zwei Sachen gelöscht. Elsnova. Irgendwas stimmt nicht. Ich fühle mich nicht gut. Davor hatte ich Angst. Athetos, Krankheitserreger, fangen an zu wirken. Aber ich denke, Ophelia ist nah. Sie kann das beheben. Bleib ruhig. Ruhig bleiben. Danke, Athetos. Ich meine, Elsnova. Hat der vielleicht sogar... War das jetzt wirklich ein Versprecher oder hat er einen Verdacht? Sorry. Ich halte besser meinen Mund und gehe einfach weiter. Okay, also zumindest, tut mir leid, dass da 1, 2, 3 Aufnahmen gefehlt haben. Nochmal, weil jetzt, ja. Jetzt habe ich es gerade so auf der Lippe. Jetzt aber, wir kümmern uns nicht weiter, wir können es nicht ändern. Es ist Vergangenheit. Dumme Geschichte und ich krieche erstmal eine Runde. Ja. Wie gesagt, einfach die ganze Zeit unter diesem Block halten, dass sie dich nicht treffen. Ist nicht ganz so einfach. Ja doch, wie gesagt, mit der Dings, mit dem, genau. Mit der anderen Waffe. Ja, hab ich doch von Anfang. Kleiber hieß es. Na also. Peng. Kommen noch mehr von den Dingern. Ja, den lock ich runter, Moment. Ja, genau. Ja, so kannst du auch machen. Genau. Hätte es auch mit der Nova machen können, aber es spielt ja keine Rolle. Ja, das ist eine gute Strategie. Jo. Sehr schön. So geht's. Sehr haben schön. Wir die im Griff. Was bist du? Na, Hintergrund. Nichts, okay. Okay. Haben wir hier vielleicht was für die Drohne? Nö, sieht nicht so aus. Geisterhaft hier schon fast, ne? So ein bisschen. Mhm, diese bewegenden Dinger, irgendwie merkwürdig. Was ist das da rechts? Ich hab irgendwie Angst vor. Na, ich denke Angst nicht, ja, das ist die. Nun, es war an der Zeit. Oh, sorry. Bist du Ophelia? Sowas wie Ophelia gibt es nicht. Wenn es das nicht gibt, woher weißt du, wovon ich rede? Schlauer Kerl.
Dazu kennst du die Antwort. Weil du eine Halluzination bist, richtig? Die Krankheitserreger lassen mich Dinge sehen. Mist, ich muss weiter. Ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, weil, also, ich vermute einen ziemlich ekligen Knackpunkt. Wieder irgendwas sehr Unerwartetes. Ja, man denkt, man hat's gerafft, irgendwie aber auch wieder nicht, ne? Aber also, irgendwie, es ist jetzt merkwürdig, aber irgendwie, es würde nicht dazu passen, sagen wir mal so. Sehr schön, das war einfach. Dann war noch okay, so ein. Okay, ja, aber. Das Problem ist halt gerade wirklich, was ist Halluzination, was ist echt? Da können wir jetzt gerade überhaupt nicht danach gehen. Was ist das denn? Okay, Bohrer. Ja, vielleicht, aber. Ja. Alles, was gepanzert ist, kann ich wegbohren. Okay. Nice. Oh, wow. Okay, jetzt wird es langsam echt creepy. Aber ganz ehrlich, Mann, also wir sind ja uns darüber, wir spekulieren ja auf eine ungefähre Spielzeit, aber es sieht so langsam nach zugespitzt aus, so nach, keine Ahnung, langsamer eine Endphase. Ich meine, sag mal, wie viel mehr krasser soll es denn werden? Ich verstehe es nicht. Und ich glaube einfach mal, dass... okay. Du kannst halt, glaube ich, dermaßen viel Zeit verbringen, einfach indem du Sachen findest oder sammelst. Ja. Aber ich glaube wirklich so dieses Grundspiel, das geht vielleicht gar nicht so lange. Ja, schauen wir mal. Nee, du kannst ja eben noch bloß mal weg. Genau. Lame Taktik, aber geht. Oh, und sogar ein bisschen. Ja, gut, die einzige Taktik, was willst du tun? Oh, komm schon. Nee, das wird nicht funktionieren niemals. Okay, muss man halt so. Genau. Du weißt, dass du den Grapple Beam hast? Also den Enterhaken. Den Grapple Beam. Der bringt dir halt hier im Moment jetzt nichts, aber denke dran. Ich denke dran. Das ist nett von dir. Ja. Okay. Nach oben geht's. Geht's links, rechts? Nee, es geht nur nach oben. Nein, geht nicht. Jetzt okay. Okay, das sind One-Hits. Das ist okay. Ja. Aber jetzt kommst du von beiden Seiten. Sieht aus wie Brokkoli-Geschoss in groß. Ja, so ein bisschen. Oh, aber ich kann mich voll heilen. Das bedeutet vielleicht gar nicht so was Gutes. Ja. Wenn du es kannst. Ich war wirklich ohne Probleme. Oder kommt das von rechts? Ja, genau, deswegen. Ich lauf mit euch, ey. einfach hoch, einfach weiter, ja, genau. Okay. Oh, wow. Was bist du denn? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ich hab Angst vor dir. Einfach nur ne? Was bist du denn? Ich glaube, du kannst gar nicht... Ah, doch, du kannst zerstören, wenigstens. Gut. Warte mal, ich geh mich mal kurz aufladen. Ich hab ein bisschen viel verloren. Ja, aber die Stelle hier ist blöd. Also sie ist ganz gut zum Aufladen, ja, aber du kannst auch in eine blöde Situation kommen. Easy. Ja, wobei die machen auch nicht so viel Schaden. Das passt eigentlich. Na komm, hier, gib mir mal ein bisschen Energie hier. Was ist denn jetzt los? Habt ihr einfach keinen Bock mehr jetzt hier? Komm hier, da krieg ich noch ein bisschen was. Ja, okay, sieht schon mal ein bisschen besser aus, hoffe ich. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir noch ein bisschen was. Hm. So. Also wieder voll. Ja, nicht ganz so ein die Tentakeln, aber egal. Ja. Achtung, pass auf das Ding. Nee, ist weg. Okay. Was bist du? Was machst du? Ich berühr's. Okay, das war keine gute Idee. Oh, es ist geplatzt. Okay, aber ich konnte es doch jetzt echt nicht wissen. Nee, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Okay, gut. Weg ja, mit dir. Genau. Okay. Halt, da kommt wieder so eine Spore, genau. Wie sie der einfach hinterher fliegt. Okay, schön. Okay, aber sie steht jetzt genau da, wo ich weiter muss. Ja, das macht sie ganz gern. Ja. So. Oh, ich will hier jetzt ganz dringend wird's weg. Gruselig. Eben nach oben links. Immer. Einfach in diese Hände bohren. Na, wegen der Spore. Na, okay. Egal. Spore. Die macht halt auch schon gut Schaden, deswegen. Aber ziemlich, ja. Was ist das denn? Drache? Dragon Killer? Mach keine Witze, sondern spiel lieber. Wie viele Minuten haben wir denn eigentlich? 10. Müsste noch reichen, ja. Ja, ich denke auch. Ich will mich gar nicht packen lassen von denen. Nee. Ich vermute Ekliges. Oh. Oh, bitte sag, dass es ein Speicherplatz ist. Es muss, wie immer. Ja, danke schön. Machen wir es wie immer. Zweimal versuchen. Ja, und dann machst du es einfach. Ich setze den Joker ein. So. Ich glaube aber echt, dass das gar nicht so gut wird, weil ich habe einfach das Gefühl, wir haben dermaßen viel vergessen.
auch einfach an Waffen, die wir schon längst hätten haben können. Verschiedene. Yes. Also wir wissen es auf jeden Fall, dass wir mit den ganz normalen Buster, nenne ich ihn jetzt mal, ne, den Axiom Disruptor, nicht alles schmieren können. Ja. Wir werden es trotzdem als Ausprobierwaffe nehmen. Okay, es ist nicht riesig. Es ist gruselig. Was? Mist, und ich bin gefangen. Ich glaube, das bin eher ich. Mist, ich bin gefangen. Trace, reiß dich bitte zusammen. Ich habe Kontakt zu Ophelia. Elsnova, der Mann von vorhin. Er ist hier. Was? Warte, ich bin kein Dämon. Oder doch? Dämon, Athetos sagt, töten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Was? Ich bin das Vieh! Ich bin das Vieh! Ich wollte gerade sagen, was? Aber... Ich raff's nicht. Schräge Sache. Hätte ich irgendwas anderes? Ja, ich kann auch das, was explodiert. Okay, jetzt bin ich das Vieh. Sehe ich irgendwie, dass er stirbt? Okay. Musste ich jetzt verlieren? Ja, ich habe ihm keinen Schaden gemacht. Halluzination. Haben wir freigeschalten. Ah, die Drohne. Es sah aus, als hätte sie unser Gehirn gefressen. Oha. Oh mein Gott. Wo bin ich? Olli? Ich check's nicht mehr. Oh, was? Sie sind in der Unfallchirurgie. Mir tut alles weh. Wie schlimm ist es denn? Das wird jetzt nicht leicht für Sie, aber Ihre Verletzungen sind schlimm. Sie werden laufen noch sehen können. Jemals. Ich erinnere mich wieder. Ich hatte angenommen, es hing alles mit der Explosion im Labor zusammen. Dabei war es bei diesem Unfall gar nicht so. Ausgerechnet ein eingefrorenes Überdruckventil. Kabum, wie konnte ich das nur vergessen? Ich habe die Detonation überlebt und wurde wieder wach. Und war für Monate in Dunkelheit eingeschlossen. Ich war gebrochen. Nicht nur blind, sondern ein Krüppel. Als ich da hilflos nachdenkend herumlag, hatte ich eine Offenbarung. Eine Idee, die zu einem wissenschaftlichen Durchbruch führen würde. Ich arbeitete zusammen mit Dr. Hammond, der sich komplett erholt hatte. Zusammen veröffentlichten wir eine neue Weltformel. Wir schrieben die Physik neu, die Medien bekamen davon Wind und liebten es. Die Physiker hingegen betitelten es als Pseudowissenschaft. Ich kam auf die schwarze Liste und bekam den Spitznamen. Jetzt kommt's. Athetos. Ohne Heimat. Hier endet meine Erinnerung. Ein ganzes Jahr meines Lebens. Komplett vergessen. Und irgendwie bin ich er, Athetos. Elsnova weiß das alles, aber sie denkt, ich weiß es nicht. Ich bin also immer noch hier? Ich habe den Bioflux entfernt. Deine Nanopforten sollten den Rest erledigen. Trace, das ist Ophelia. Sie hat dich nach Sutra gebracht. Okay, Ophelia. Und warum genau hast du das getan?
Da gibt es verschiedene Gründe, aber hauptsächlich, weil du, genau wie Athetos, ein Musterverstand bist. Das bedeutet, dass du nur Athetos Krankheitserreger überleben kannst. Zudem kannst nur du Athetos Waffen bedienen, wie diese hier. Kurz, du bist unsere einzige Chance, ihn zu besiegen. Was macht Athetos und mich denn zu diesen Musterverstanden? Sind wir so geboren worden oder dazu geworden? Um ehrlich zu sein, wissen wir es nicht. Im Bruch gibt es noch viele mehr Welten. Athetos kann von einer, also haben wir dort angefangen. Ich bin in den Bruch hinein, wo ich von den Musterverstanden erfuhr. Spezielle Individuen, die Realität nach ihrem Willen formen können. Mit einem speziellen Gerät, das wir Wahrsager nennen, suchten wir nach anderen Musterverstanden, die ihn aufhalten können. Wir haben nur dich gefunden, auf deiner Welt, Erde und dich extrahiert. Wir wissen genau, dass du ein Musterverstand bist, aber nicht warum. Wir hatten gehofft, du kannst es uns sagen. Leider nein, ich bin ganz normal. Und mir auch ziemlich sicher, dass in meiner DNS keine speziellen Geheimmagie am Arbeiten ist oder sowas. Habt ihr nicht was vergessen? Wir sind uns sicher, ungeachtet dessen geht es dir besser. Bruchfestler und Athetos sind in einem Aufzug über uns. Zerstöre ihn, wir kümmern uns um den Rest. Aber dort hineinzukommen, wird Zeit brauchen. Und dann? Bist du fertig und wir senden dich zurück nach Hause. Okay, dann mache ich mich mal auf, den Zauberer zu treffen. Wow. Ich glaube, dazu muss man nicht mehr sagen. Und ja, wir machen das nächste Mal weiter mit Axiom Verge. Also dann, ciao. Ciao.